So, dann erstmal willkommen. Dann sagen Sie doch einfach mal, genau, legen Sie einfach los und erzählen Sie uns von sich und Ihrem Werdegang. Genau, also mein Name ist Marlena Simmet, ich bin mittlerweile 29 Jahre alt. Ich habe Buchwissenschaften, Verlagspraxis im Master studiert. Ein bisschen ein ungewöhnlicher Studiengang, sehr klein, allerdings auch, ja, man lernt sehr viel, es ist sehr zugespitzt, hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt sehe ich dann gleich nochmal genauer. Ich habe vorher Germanistik studiert mit Nebenfach Kommunikationswissenschaften. Also der ganz klassische, die ganz klassische Idee, die am Anfang stand, ich mache irgendwas mit Medien und habe nach dem Abitur, wusste noch nicht so genau, was ich machen soll, habe dann erst mal ein Radiopraktikum gemacht. Also man hat schon gemerkt, okay, irgendwas mit Medien, das ist vielleicht ganz interessant. Habe mich dann eben für Germanistik und Kommunikationswissenschaften entschieden. Ja, und fand das sehr spannend, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe dann logischerweise durch Germanistik und meine Studienkollegen irgendwie immer mehr mitbekommen, ja, Verlagsbranche und dann eben die Buchverlagsbranche. Habe dann nach meinem Bachelor ein Praktikum gemacht bei einem relativ kleinen Verlag in der Presseabteilung schon und fand das wahnsinnig spannend. Und das war dann eigentlich auch der Grund, dass ich gesagt habe, okay, Buchverlagswesen interessiert mich total, in die Richtung will ich gehen. Und habe dann, von dem Studiengang Buchwissenschaften gehört. Da gibt es zwei an der LMU, also ich war an der LMU München. Und da gibt es genau zwei. Das ist einmal ein sehr theoretischer Studiengang und einmal der Verlagspraxis. Und für mich war das dann ganz schön, einfach zu sehen, dass es einen Masterstudiengang gibt, der sehr praxisnah ausgelegt ist. Weil nach der ganzen Theorie mit Germanistik und auch Kommunikationswissenschaften, was ja sehr sozialwissenschaftlich auch angehaucht ist, war das mal ganz schön, von der Theorie wegzukommen und dann wirklich in die Praxis reinzugehen. Und es ist ein Studiengang mit, ja, wir waren 25 Leute und wir haben dann wirklich gelernt, was man in einem Buchverlag in jeder Abteilung tut. Also wir haben von der Herstellung was gelernt, wir haben von der Rechtsabteilung was gehört, also Urheberrecht, solche Sachen haben, also man hat hier wirklich so einen ganz allumfassenden Blick über die Buchverlagsbranche, was natürlich eine super Ausbildung ist, weil du dann auch, wenn du später mal in einem Verlag arbeitest und sagen wir mal nur Germanistik studiert hast, in Anführungszeichen, kannst du vielleicht wahnsinnig gut mit Texten umgehen, aber du verstehst vielleicht noch nicht so genau die Abläufe und die Verzahnungen ineinander, wie die Abteilungen miteinander spielen und so weiter. Und wenn du das studiert hast und dann vielleicht in der Presseabteilung landest, weißt du aber trotzdem, wie ein Hersteller arbeitet. Und es ist manchmal ganz sinnvoll einfach. Auch einfach, um ja, schneller sich in den Beruf reinzufinden. Genau. Und ja, habe das dann eben studiert. Habe meine Masterarbeit über die Internationale Jugendbibliothek geschrieben und habe mich dann eben beworben bei verschiedenen Verlagen. Mir war klar, ich will in die Presseabteilung, eventuell noch ins Marketing, aber eher Presse, weil ich eben auch aus dieser kommunikationswissenschaftlichen Richtung komme und irgendwie so Journalismus verbinden wollte mit sprachlichen und Text, am Text arbeiten. Und dann war eben die Presseabteilung das Interessanteste. Genau, und bin dann bei Ars Edition gelandet als Volontärin. Ars Edition ist ein mittelständischer Verlag, also wir haben ungefähr 80 Mitarbeiterinnen. Und das, also auch mit der Jugendbibliothek, es ist ein Kinderbuchverlag, allerdings haben wir auch Geschenkbücher. Wir haben auch Kalender, aber das meiste Programm erstreckt sich über Bilderbüchern, Pappelbüchern für die ganz Kleinen, Kinderliteratur, Jugendliteratur bis 12-Jährige oder manchmal auch ein bisschen älter, 14-Jährige, wenn es dann so Fantasy-Titel sind. Und es ist ganz schön, weil du hast eine große Bandbreite und du hast aber auch nicht diesen riesengroßen Verlag und auch nicht diesen ganz kleinen, sondern es ist sowas mittendrin, es ist sehr familiär und es macht wahnsinnig viel Spaß. Jetzt, was macht man als PR-Volontärin in einem Buchverlag? Also es ist zum einen die ganz, ganz klassische PR, die man auch kennt von irgendwelchen anderen Unternehmen. Also das klassische Verfassen von Pressemitteilungen und Texten.
Im Verlag ist es natürlich vor allem das Verfassen von den sogenannten Waschzetteln. Das sind einfach, wenn man jetzt ein Buch auf den Markt bringt und man will dieses Buch bewerben, dann schickt man den Journalisten meistens einen Text, worum es in diesem Buch geht, und den nennt man klassischerweise Waschzettel. Den benutzen Journalisten oft einfach, in den besten Fällen schreiben sie diesen Text ein bisschen um oder orientieren sich dran. Ansonsten passiert natürlich oft, dass der kopiert wird als Buchtipp oder so. Und dann legst du den Journalisten mehr oder weniger ein bisschen was in den Mund. Die klassische PR-Arbeit in dem Sinn, dass wir im Gegensatz zum Marketing natürlich nicht mit Geld handeln, also bitte schaltet eine Anzeige, wir bezahlen euch dafür, sondern in der PR ist es eben so, du bittest um etwas oder schlägst etwas vor, stellst etwas vor und hoffst darum, dass Journalisten das interessant genug finden, um drüber zu schreiben. Mhm. Genau. Dieses ganz klassische Verfassen von Pressetexten eben. Dann kommt natürlich das klassische Mailing hinzu, das gibt es immer noch. Also wir haben unseren großen Verteiler, wo wir dann eben zu Novitäten, die wir haben im Buchverlag, einfach Mailing schreiben und dann eben auch hoffen, dass es interessant ist für jemanden, dass man es veröffentlicht. Dann, was immer wichtiger wird, ist die Akquise von Bloggern, also nicht nur Journalisten, sondern mittlerweile ist der Kontaktaufbau zu Bloggern auch ganz, ganz wichtig. Es gibt diese sehr große Bookstagram-Community, also es gibt immer mehr Buchblogger mit ihrem eigenen Blog, die eben Rezensionen schreiben. Und es verlagert sich im Moment sehr. Wir merken das auch, dass einfach diese klassische Arbeit mit Journalisten und Zeitungen ein bisschen zurückgeht und gerade jetzt auch durch Corona natürlich alles mehr auf den Online-Bereich geht und auch diese Arbeit mit Bloggern immer wichtiger wird. Mhm. Ansonsten, was auch wahnsinnig spannend ist und schön ist an der PR-Arbeit, ist das Veranstaltungsmanagement. Also ich darf mitwirken bei der Planung, bei der Konzeption von Veranstaltungen und bei Lesungen und betreue dann auch die Autoren bei den Veranstaltungen und genau. Ansonsten hat man natürlich der klassische Pressespiegel, der auch natürlich bei einem Praktikum oder bei einer Werkstudentin schon zu den Aufgaben zählt, gehört natürlich auch bei einem Volontariat noch dazu. Also der Pressespiegel ist das, alle Rezensionen, alle Buchtipps, die in der Woche so in den Medien erscheinen. Das ist das Resultat von allem, oder? Also man zeigt eigentlich das, was man geleistet hat, zeigt sich in diesem Pressespiegel wieder. Also für alle, die sich das jetzt anschauen, das Wort Clippings ist hier ganz wichtig. Genau. Clippings kommt aus dem Englischen, und die Medien studiert haben, die wissen es sowieso in Kommunikation, aber für die jetzt, die zum Beispiel Geisteswissenschaften studieren oder lernen, Clippings, können auch sein englisches Wort, das bedeutet einfach rausgeklippt aus der Zeitschrift zum Beispiel und gesammelt und gebündelt. Und entweder man ist intern, wie jetzt zum Beispiel oder man ist extern und wenn die extern schicken, dann Clippings oder das Clipping Booklet oder das Report an ihre Kunden raus oder ihr sammelt es dann eben, um einfach einen Überblick darüber zu haben. Ne? Genau. Genau, um den Überblick darüber zu haben, um auch so ein bisschen intern sagen zu können, hey, wir haben diese Woche so und so viel geleistet und unsere Produkte nach außen getragen. Aber es ist natürlich auch, es hilft auch der Bindung zu den Autoren, weil du dann zum Beispiel den Autoren einmal, das ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich, einmal im Monat oder einmal im Jahr die gesammelten Clippings zuschickst, um halt denen auch zu sagen, hey, wir haben deine Werke in die Zeit gebracht, in die Süddeutsche und so weiter. Mhm. Also das ist spielt auch eine Rolle dabei. Ja. Genau. Und neben diesen Veranstaltungen, die jetzt wie Lesungen, was gibt es da noch so im Verlag? Also wir haben, was wir auch machen, dieses Jahr ist es leider ausgefallen, aber ansonsten machen wir einmal im Jahr ein Blogger-Treffen, also wie ich gerade schon gesagt habe. Also na klar. Es gibt eben auch
interne Veranstaltungen, wo wir dann einfach Autoren einladen oder auch Blogger und mit denen dann den Nachmittag verbringen und ihnen den Verlag zeigen und so weiter. Mhm. Das wird natürlich auch von uns organisiert, von der Presse. Und Lesungsmanagement, klar, du bereitest die Lesungen vor. Du begleitest die Autoren mit zu den Lesungen, zu den Auftritten, moderierst die teilweise auch an, was auch Spaß macht. Jetzt gerade ist es natürlich so, wir sind unfassbar am Überlegen und Austüfteln, wie wir es machen können, mit dem neuen Frühjahrsprogramm und alles online umzusetzen. Also wir machen jetzt, versuchen ein bisschen weg von dieser klassischen Lesung zu kommen und versuchen mehr interaktiv zu sein, ja, was natürlich online besser funktioniert. Also wir haben im Geschenkbuch eine Autorin, die Eva Eich, die macht Escape Rooms, wo du dann Rätselbücher hast. Das kann man wahnsinnig gut interaktiv auch online umsetzen. Das funktioniert. Und genau, sind jetzt gerade dabei, uns Möglichkeiten zu auszudenken, wie wir eben ja, Online-Veranstaltungen ein bisschen attraktiver gestalten können, wie wir dann auch Leute dazu anregen können, dass sie für die Veranstaltungen bezahlen, was ja im Online-Bereich sonst, ja, genau. Aber ist ja auch toll, weil es grundsätzlich einfach auch nochmal ein bisschen so, man muss schon wieder gucken, in welcher Art und Weise man kreativ auf eine andere Art und Weise sein muss, ne? Genau, genau. Es ist gerade also wir merken es auch immer mehr, dass einfach die PR-Arbeit und das Marketing immer weiter miteinander verschmelten. Ja. Also gerade was Online-Marketing und Presse angeht, es wird immer schwammiger, das voneinander abgrenzen zu können. Es ist eine sehr, sehr enge Arbeit und auch gerade wenn es um Blogger geht, passiert es eben auch, dass wir dann die Blogger mal eine Kooperation mit denen machen und sie für etwas bezahlen, was ja dann wieder eher in Richtung Marketing eigentlich schon wieder liegt. Also es ist, es verschiebt sich gerade einfach. Man merkt es auch gerade daran, also ich komme ja auch ursprünglich aus der PR und da war dieses Storytelling, vor ein paar Jahren hat dieses Storytelling ganz stark angefangen, dass man alles mit Storytelling machen muss und dass man dann Videos machen muss. Und das merkt man, finde ich, beim Buch jetzt auch immer mehr, weil man dann, wenn man zum Beispiel durch Instagram scrollt, dann plötzlich so er hat das und das gemacht und es kam was Unfassbares und dann kommt so ein Video und also plötzlich wird man in eine Geschichte reingezogen. Dabei ist es klar, das ist ein Buch, ist eine Geschichte, aber eben nicht so eine Filmgeschichte. Und da, finde ich, merkt man dieses Marketing und dieses PR, dass da fließt es sehr stark zusammen. Ja, total. Wir haben auch für die Buchmesse dieses Jahr in Frankfurt unser Aas-Wohnzimmer gestaltet. Also es war ein virtuelles Zimmer, wo du durchgehen konntest, dich durchklicken konntest jeden Tag von der Messe und dann neue Filme, Diskussionsrunden und so weiter gefunden hast, Malvorlagen und so weiter. Also da war für jeden irgendwie was dabei und wir haben dann auch ganz viele Filme und so weiter gedreht, Interviews gedreht, was halt auch genau das aufgreift, dass das einfach im Wandel ist. Also so diese ganz klassische Arbeit, dass du mit Journalisten zu tun hast und die anschreibst und dann die klassische Rezension in der Zeitung, in der Tageszeitung findest, gibt es natürlich auch noch, aber es wird, wie soll ich sagen, unwichtiger in Anführungszeichen. Also es wird... Ja. Es digitalisiert sich einfach alles und dadurch wird es halt einfach stärker, ne? Also so die ganzen Social Media Kanäle sowieso, ne? Und dann genau. Und das ist zum Beispiel auch, also ich bin da so halb mit reingerutscht, dass ich teilweise viel fürs Online Marketing auch gemacht habe, gerade was Social Media Betreuung angeht. Also was ja eigentlich nicht unbedingt die Aufgabe einer PR-Volontärin ist, Aber mittlerweile immer wichtiger wird und also zu Community-Management oder dergleichen gehört also auch dazu, mache ich gerade auch noch, ich betreue zum Beispiel einen Twitter-Account von Aas Edition mit und weil du kannst es eigentlich, es wird immer wichtiger, man bräuchte eigentlich wirklich eine ganze Abteilung, die sich nur um Online- und Social-Media-Aktivitäten kümmert, ist halt, muss man schauen, wie sich das mit der Zeit entwickelt, aber es wird immer wichtiger, genau. Ja. Ansonsten, klar, es ist natürlich das Schöne in der PR, dass du
ganz nah am Autor bist. Also du betreust die Autoren neben den Lektoren sehr, sehr eng. Stehst eigentlich, also ganz oft schreiben dir dann die Autoren auch gleich der Pressereferentin oder uns anstatt dem Lektor, gerade wenn es eben um ja auch Social Media Sachen oder dergleichen geht. Das ist das eine. Also wir sind sehr nah am Autor und auch sehr nah am Buch. Also wir wissen auch, was in dem Buch vorkommt, was beim Marketing manchmal nicht so ist. Also die wissen dann die Inhalte nicht ganz genau, wie so im Detail, wie wir das tun. Und auf der anderen Seite hast du eben diesen Blick von außen und nach außen zu den Journalisten. Und die Verbindung ist einfach wahnsinnig spannend. Ja. Also dieser Mittler zwischen intern und extern und ja, genau. Was man braucht als Pressereferentin ist auf der einen Seite, man muss sehr, sehr gut koordinieren können. Also man muss von A nach B denken und ist ja immer der Mittler zwischen allen. Man muss natürlich auch, man darf jetzt nicht total introvertiert sein, man muss schon auch so ein bisschen sich mal auf eine Bühne stellen können und kein Problem damit haben. Und kommunikativ sein, ne? Kommunikativ also mit, ne? sein, ja. ja. Und es ist, ja, also es ist wahnsinnig spannend, es macht unfassbar viel Spaß. was ganz schön ist, ist, man ist nicht so festgelegt, wie wenn man jetzt zum Beispiel in einem Lektorat arbeitet, weil du ja, also PR-Arbeit ist ja im Grunde genommen immer das Gleiche, ob du es jetzt für einen Verlag machst oder für ein anderes Unternehmen. Also du kannst, das habe ich jetzt nicht vor, aber es gibt andere, die sich das mit Sicherheit überlegen. Man kann natürlich auch jederzeit, wenn einem die Bezahlung nicht mehr genug ist, jederzeit leicht wechseln, also in ein anderes Unternehmen. Also wer PR für Bücher kann, kann auch PR für Eisenbahn spielen. Man lernt quasi eigentlich eine gewisse Art von Struktur, die man dann auch auf etwas anderes anwenden kann. Genau. Ne? Ja. Und es ist sehr vielschichtig. Das ist das Schöne einfach. Ne? Ja. Das ist tatsächlich in der PR eine ganz tolle Sache, dass man so viele verschiedene Sachen macht. Man geht ins Schreiben, aber man geht auch irgendwie in die Konzeption, man geht in die Veranstaltungsorganisation und man ist ein riesengroßer Projektmanager. Ne? Man muss da und da und da und da musst du denken. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Also ich habe auch während meinem Studium, also ich kann dazu noch ein bisschen was erzählen, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Also ich habe nebenbei für das Literaturportal Bayern geschrieben, also eher so diese journalistische Arbeit gemacht, bin dann zu Veranstaltungen gegangen mit Kamera und Block und Stift und habe Veranstaltungen gelauscht und dann darüber geschrieben. Also ich kenne auch die Arbeit eines Journalisten oder eines Bloggers im Grunde genommen, was auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber ja, genau. Und dann habe ich ja vorhin schon erzählt, eben damals dieses PR-Praktikum gemacht bei einem kleineren Verlag, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hatte, was auch der Grund war, weshalb ich mich dann für Buchwissenschaften entschieden habe. Und ich habe mir dann aber, also im Studiengang Buchwissenschaften hast du ein Praxissemester und da wollte ich mir dann nochmal so einen ganz großen Verlag anschauen, bin dann zu Random House gegangen und zwar in die Lizenzabteilung, weil es irgendwie so ganz weit weg von mir war und irgendwie gar nicht so in meinem Bereich, wofür ich mich interessiere und wollte es deswegen einfach mal sehen. Also ich wollte ein bisschen da mal informieren. Lizenzen war auch danach nicht wirklich was für mich, aber es war mal spannend, das zu sehen. Mir wurde danach dann bewusst, dass Random House einfach zu groß für mich persönlich ist. Also mir war dann irgendwie so, dieses mittelständische Unternehmen fand ich dann schöner als diese ganz, ganz große Welt. Was natürlich nicht Schlechtes ist, aber für mich persönlich war es dann eben irgendwie, ich finde es schöner, wenn man die Abteilungen kennt und weiß, was die anderen tun. Genau. Genau. Und deswegen war jetzt Ars-Edition auch irgendwie eine schöne Möglichkeit, weil es genau dazwischen liegt. So. Ja, genau. Ja, finde ich auch ein schöner Start dafür, also gerade für ein Produkt. Also die Produkte sind halt, also die sind sehr greifbar. Ne? Ja, und man kann in einem kleineren Verlag sich, glaube ich, als Volontärin besser ausprobieren und man bekommt mehr Aufgaben, weil man einfach, ja, also man sieht mehr von der Bandbreite, weil dann mehr Genau. Ja,
Das ist sehr schön. Ich meine, ich hätte jetzt gerne noch gefragt, was man braucht dafür, aber das hast du ja selber auch schon gesagt. Aber also grundsätzlich jetzt der Hintergrund, ein Studium ist schon nicht schlecht, ne? Ein Studium Genau, ist schon nicht schlecht. Ich glaube, bei manchen geht es tatsächlich auch, dass man ohne Studium einsteigt, mit einer Ausbildung etc. Aber ein Studium ist trotz allem nicht schlecht, weil man eine gewisse Art des strukturierten Arbeitens einfach auch schon gelernt hat. Und das bringt einem recht viel, wenn man in sowas einsteigt. Ja. Genau. Also wir haben eine Auszubildende, die hat jetzt auch eine Volontariatstelle bekommen bei uns. Mhm. Also der Weg geht natürlich auch, dass man so rumgeht. Ich fand einfach dieses Buchwissenschaftsstudium wahnsinnig nützlich. Ich merke das auch immer wieder, wenn irgendwelche Fragen aufkommen oder wenn es um Projekte geht, die man neu erfinden will, dann kannst du dich irgendwie besser einbringen, weil du eben weißt, wie die anderen Abteilungen arbeiten. Ja. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Und wie gesagt, dieses strukturierte Arbeiten hast du dann eher verinnerlicht, auch so dieses auf sich selber verlassen können, weil in der PR-Abteilung ist es schon manchmal so, dass du ganz viele Aufgaben nebeneinander gleichzeitig machen musst. Und wenn du dann weißt, aufgrund von dem Studium, wenn du dann, weiß ich nicht, in 2 Wochen 5 Hausarbeiten abgeben musst, weißt du eben, was ist wichtig, was ist unwichtig, mit was fange ich zuerst an. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man das kann in der PR-Abteilung. Ja. Genau. Ja. Super. Ja, dann. Ach so, genau. Und Praktika. Ja. Ne? Also das ist schon auch wichtig vorher. Das ist total wichtig, das stimmt. Ja. Also ich bin ja eh noch Generation Praktikum. Also das ist, wir haben ja auch, bei uns war es wirklich so, dass auch meine ganzen Kommilitoninnen teilweise 5, 6 Praktika gemacht haben, aber also das habe ich jetzt nicht. Aber klar, es ist immer wichtig und es ist gerade in der PR, glaube ich, auch sinnvoll, weil jeder Verlag oder jede PR-Abteilung auch anders tickt und du lernst immer irgendwo noch mal was Neues kennen. Ja, insbesondere, aber ich meine jetzt auch, das ist zumindest so das Feedback, das man viel kriegt, dass man einfach ein Praktikum im Buchverlag braucht. Also das muss jetzt nicht unbedingt die richtige, das muss jetzt nicht unbedingt im PR sein, aber dass man ein Praktikum im Buchverlag gemacht hat. Also wenn man nicht sowieso schon Buchwissenschaften studiert hat, da weiß man das ja sowieso alles schon. Gut, aber jemand, der jetzt jetzt zum Beispiel einfach, weiß nicht, Deutsch studiert hat, der sollte dann schon ein Praktikum gemacht haben, damit er eine Chance bekommt wahrscheinlich, ne? Also im Volontariat, auch im PR. Ja, das ist schon wichtig, Buchverlag. Weil eben Buchverlag doch nochmal anders funktioniert. Einfach. Ja, ja klar. Also das ist meistens wirklich Voraussetzung, einfach diese Erfahrung also, im großer Hinweis. Verlagswesen. Ja. 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 Genau. Noch ein? Also ich glaube. Ja, also ist sicherlich für ganz viele interessant und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, es einfach als nochmal zu zeigen, dass es neben Lektorat eben auch nochmal andere Geschichten gibt, die man machen kann, die auch wirklich spannend sind, wo man auch nah am Autor ist, wo man grundsätzlich einfach auch medial tätig ist. Ne? Genau. Und man ist ja trotzdem auch Texter von Texten. Deswegen. Genau, und du sagtest zwar gerade, wenn man Glück hat oder wenn es richtig gut läuft, dann schreiben sie es um. Aber andersrum kann man es natürlich auch sehen, wenn du den Text so schön getextet hast, dann sagst du, hey, der ist so gut gewesen, den haben die einfach kopiert und dann haben sie ihn reingesetzt. Klar, es ist natürlich, klar. Also du hast es so ein bisschen in der Hand, sagen wir es mal so. Das ist auch schön. Also Genau, oder dass die Beschreibung einfach grundsätzlich so schön war, dass der Journalist sagt, oh ja, das hört sich gut an, das kann man bestimmt weitergeben. Ne? Das ist ja dann auch nochmal, also allein, dass, wenn es aufgegriffen wird, ist das natürlich nochmal so dein Erfolg. Genau. Ja, schön. Dann herzlichen Dank für deinen Einblick. Genau, sehr, sehr gerne. Das wird dann online gestellt bei uns auf der Klaus-Blick-Seite, damit es einen Einblick ins Ars-Edition-Leben gibt. Ja. Ab nächstem Jahr vielleicht dann mal wieder mit einem Besuch, schauen wir mal. Ja. Genau. Und wenn es Fragen gibt, ich würde die gerne dann auch einfach an dich weiterleiten. Sehr, sehr gerne. Ist, ne? Bin immer
Perfekt. Antwort immer gerne. Super. Alles klar. Dann drücke ich jetzt mal auf den Nicht-Aufnahme-Button. So.